1968, wie Sie wissen, nur wenige Monate nach der Einweihung der Nationalgalerie von Mies van der Rohe in Berlin, eröffnete auch die Kunsthalle Bielefeld. Sie gehörte neben den erwähnten Nationalgalerie oder dem Museum Folkwang in Essen oder dem Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg zu den ersten neuen Museumsbauten der damals noch jungen Bundesrepublik. Sie wollte und sie steht für den Aufbruch in eine freie, demokratisch gesinnte Welt mit der Orientierung gen Westen und der Wahl eines US-amerikanischen Architekten mit Ausstellungsräumen, die kaleidoskopisch Mehrfachbezüge sichtbar machen. Oh, und jetzt apropos, habe ich ein paar Bilder dabei. Was mache ich da? So? Ah, das wollte ich Ihnen nicht. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild. Das zeige ich eigentlich bei fast jedem Vortrag. Und es passt besonders gut zur Kunsthalle Bielefeld. Sie sehen die formalen Bezüge. Ein Museum, es geht ums Museum. Und was ist ein Museum? Ja, we. Da in diesem we entfaltet sich das Museum und seine Kraft. Aber hier bin ich bei den Bezügen. Genau. Also mit Architekturräumen, die kaleidoskopisch Mehrfachbezüge sichtbar machen und die Besucher in die Richtungen, die sie einschlagen, selber wählen lassen. Mit der für damalige Verhältnisse absolut avantgardistischen Implementierung von Bildung, die sogenannte Malstube, die Sie links oben sehen, und schließlich mit dem Augenmerk auf BesucherInnen, die sich im großzügigen, offenen Treppenaufgang mit Aussichten auf Park und Stadt selbst zelebriert fühlen dürfen. Es liegt allerdings auf der Hand, dass sich seit den späten 50er Jahren die Kunst, die Bedürfnisse und Ansprüche massiv verändert haben. Wenn es darum geht, das Haus zukunftsfähig zu sanieren, gilt es, das Haus nicht allein als einfach historisch wichtige und denkmalgeschützte Architektur oder Wahrzeichen der Stadt zu sehen, sondern als Museum, welches ganz unabhängig von Bau und Lage sich stets wandeln muss, in Abhängigkeit von Entwicklungen in der Kunst, in Abhängigkeit von gesellschaftlichem Wandel, mit neu entstehenden Erwartungen und Bedürfnissen seitens KünstlerInnen, BesucherInnen, BürgerInnen konfrontiert ist und ganz prosaisch gesagt, aktuellen Sicherheits-, Arbeits-, Versicherungs-, Transportbestimmungen angepasst werden muss. Das erste Modell der Kunsthalle sah 1963 einen Baukörper von 40 mal 40 Meter vor, welches allerdings den damaligen Kostenrahmen gesprengt hätte. Neben der Reduktion auf die heutigen 30 mal 30 Meter sind auch der Wegfall der geplanten unterirdischen Parkgarage, der Wechsel der Außenverkleidung von grauem Granit oder römischen Travertin zum heutigen Mainsandstein der damals notwendigen Kostenreduktion geschuldet. Joachim Wolfgang von Moltke hat damals in seiner Funktion als Direktor der Kunsthalle den Bau, wie er heute ist, in naher Zusammenarbeit mit dem Architekten Philip Johnson und dem Stifter August Oetker entwickelt und konnte seine Arbeit auf die Vorarbeit seines Vorgängers Gustav Friesen aufbauen. Am 8. Mai 1974 schrieb von Moltke an Rudolf August Oetker einige Zeilen, die, wie ich finde, vielsagend und für heute prophetisch weiterhin sind. Ich zitiere: Wir befinden uns in einer Zwangslage. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zeit eine Sammlung haben werden, die sich mit den Sammlungen von Düsseldorf, Essen, Köln und anderen Städten vergleichen lassen wird. Daher habe ich vorgeschlagen, dass man diese Beschränkungen, also die Reduktion der Quadratmeter unter anderem, als ein Positivum ansieht und etwas schafft, das es in Deutschland bisher gar nicht und in Europa nur ganz selten gibt. Ein Museum, in dem die Verbindung von pädagogischen und künstlerischen Aufgaben in einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit
hervorstechend zum Ausdruck kommt. Ich habe Philip Johnson sehr ans Herz gelegt, dass eine spätere Erweiterung möglich sein muss, wenn wir jetzt kleiner bauen. Ich darf einfach nicht nur an meine Amtszeit denken, sondern muss Vorsorge treffen, dass auch meine Nachfolger ein Gebäude haben, das sich weiterentwickeln kann. Zitat Ende. Dass Museen saniert und erweitert werden im Laufe der Zeit, liegt in der Natur der Dinge. Dass allerdings bereits beim Bau offensiv über künftige Erweiterungen gesprochen wird, ist doch bemerkenswert. Als letzte Amtshandlung vor dem Ausscheiden aus seiner Funktion fragte von Moltke tatsächlich Johnson 1979 nach einem Entwurf für die Erweiterung an. Johnson meinte damals voll beschäftigt, I don't have a minute. Und empfahl stattdessen César Pinault, der schon als deutscher Partner Architekt am Bau unseres Hauses beteiligt war. Pinault schickte 1981 Pläne. Und wie von Moltke vorausgesagt hat, alle folgenden Direktoren haben sich in der Folge, wie viele eigentlich alle wahrscheinlich von Ihnen wissen, für eine Erweiterung engagiert. Unter der Leitung des folgenden Direktors, Ulrich Weisner, fällt die Wahl auf Frank Gehry. 1991 bestätigt Johnson, dass er eine Erweiterung durch Gehry unterstützt. Der plötzliche Tod von Weisner 94 markiert das Ende der Bemühungen. 95 baut Gehry stattdessen in Bad Oeynhausen. Schließlich eröffnet 2005 das von Gehry entworfene Martha-Museum in Herford. Thomas Kellein, der auf Weisner folgte, stellt 2003 Entwürfe von Ilja und Emila Kabakov vor. Schließlich entsteht unter der Ägide von Friedrich Meschede 2013 ein weiterer Vorschlag und Entwurf durch den japanischen Architekten Su Fujimoto. Und nicht zu vergessen sind zahlreiche Initiativen durch Universitäten und Fachhochschulen, die sich mit ihren Studierenden in Abschlussarbeiten mit potenziellen Erweiterungen beschäftigt haben und aktuell es gerade wieder tun. Das belegt zum einen, dass der Johnson-Bau ein im Architekturdiskurs bis heute relevantes Objekt darstellt, zum anderen den sehr offensichtlichen, zutage tretenden Handlungsbedarf. Keiner dieser seit 1979 entwickelten Ideen sind umgesetzt worden. Eine grundlegende Sanierung ist nach über 50 Jahren allerdings offensichtlich vonnöten und wurde mit meiner Berufung klar vereinbart. Letztes Jahr hat der Rat 40,5 Millionen Euro bereitgestellt. Aktuell ist ein europaweit ausgeschriebenes VGV-Verfahren im Lauf. Im Herbst diesen Jahres soll klar sein, welches Büro die schöne Aufgabe übernimmt, mit uns und der Stadt Bielefeld im iterativen Prozess nach richtigen Lösungen zu suchen. Nun, was bedeutet es, ein Haus, welches 68 auf einer damals avantgardistischen Museumskonzeption fußte? Damit meine ich die für die damaligen Verhältnisse einmalige Verschränkung von Ausstellung, Bildung und anderen Servicebereichen im 21. Jahrhundert zu sanieren. Im Unterschied zu den Bemühungen meiner Vorgänger ist unser Ansatz heute dezidiert anders. Es geht erstmal nicht per se um eine Erweiterung, sondern um die Generalsanierung eines historischen Gebäudes. Welche angelegten Funktionen funktionieren und in welcher Form? Welche Funktionenbereiche entsprechen den heutigen Erwartungen und Bedürfnissen nicht mehr oder fehlen ganz? Die Architektur gibt Räume vor, aber selbstverständlich werden Räume umgenutzt und neu definiert im Laufe der Zeit. Hinzu kommt es, dass es neue Formen der Interaktion gibt, die ganz neue Räume schaffen oder brauchen. Einige Beispiele für die veränderten Aufgaben des Museums. Die damalige Revolution Bildung und Kunst für alle, die 68 in einer Malstube mündete, nimmt heute mit der Frage nach Inklusion und diversem Publikum eine ganz andere und größere noch Dimension ein. Oder die Zelebration der Besucherinnen in ihrer Bewegung in den Räumen
1968 durch unseren Bau gegeben, führt sich heute in der Debatte um das Museum als dritter Raum der Stadtgesellschaft weiter. Nun, was bedeuten diese und zahlreiche andere neue Funktionen des Museums im Umgang mit der historischen Bausubstanz? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Raumqualitäten fehlen, die größere Formate, Installation oder Video zulassen, multifunktional angelegte Räume oder Zwischenräume, in denen niederschwelligere Angebote gemacht werden, gar nicht existieren, jedoch unabdingbar sind, um heutigen Bedürfnissen der Stadtgesellschaft und der Kunst unserer Zeit, im Endeffekt der Kunst seit den 70er Jahren, besser gerecht zu werden. Im Gegensatz zu den 1980ern bis Nullerjahren stehen wir allerdings heute nicht mehr auf dem Standpunkt immer mehr, immer größer ist besser, sondern immer mehr ist nicht genug. Damit soll ausdrücklich gesagt sein, dass es nicht um eine Erweiterung per se geht, sondern um die Sicherstellung, dass das historische Gebäude funktionstüchtig bleibt im 21. Jahrhundert und eine möglichst energieneutrale Bauweise und Betriebsführung mit einer Sanierung gesucht wird. Eine kluge Instandsetzung bedeutet, dasjenige, was man hat, funktionstüchtig zu erhalten. Wenn es also doch um eine Form der Erweiterung geht, dann immer nur in Korrelation zum heutigen Komplex, zugunsten unseres bestehenden Baus. Deswegen ist der Ausdruck Annex, egal wie groß oder klein und in welcher Form, im Gegensatz zum Begriff der Erweiterung, weitaus präziser. Der Annex ist notwendig und wird notwendig werden, um den historischen Kern, den Drehmoment im 21. Jahrhundert wieder neu zu ermöglichen. Unser Symposium verfolgt mehrere Ziele. Es dient zunächst dafür, die komplexen Themen und Fragestellungen, die mit unserem Unterfangen entstehen, überhaupt auszubreiten, gemeinsam und öffentlich zu diskutieren. Das berührt Felder, natürlich Architektur und Architekturgeschichte, Denkmalpflege und den Museumsbau. Es berührt Bielefeld, die Kunsthalle und die Stadt und ihre Geschichte, unseren Umgang heute mit nicht nur schönen, sondern historisch kontaminierten Geschichten wie dem Nationalsozialismus. Es berührt Themen der Stadtentwicklung und Kulturentwicklung von Bielefeld und der Region damals und heute. Und vor allem geht es auch um die Vorstellungen vom Museum gestern, heute und morgen. Um Kunst, Kunstgeschichte und Museumskonzepte, verbunden mit Fragen nach Nachhaltigkeit und veränderten museologischen Parametern vor dem Hintergrund der drohenden Klimakrise. Mit diesem Symposium initiieren wir auch neu einen Blog, der auf unserer Homepage unter Journal ab sofort auf unserer Homepage abrufbar ist. Das Journal ist fortan der Ort, an dem wir den Prozess der Transformation, auf den Weg machen wir uns oder sind wir schon, der Kunsthalle sichtbar machen und mit Ihnen allen im Gespräch bleiben wollen. Es freut mich besonders, dass die Fachhochschule Bielefeld, seit kurzem heißt sie Hochschule Bielefeld, Partner ist beim Betreuen dieses Blogs. Und dass der Lehrstuhl von Andreas Beaugrand und Roman Besiak und ihre Studierenden diesen Blog jetzt erstmals dann ein Auftakt darin machen. Alle Referenten und Referentinnen, ihre Einsätze werden auf dem Blog dann auch sichtbar. Im Vorfeld möchte ich auch noch sagen, dass Andreas Beaugrand, der eigentlich morgen die Moderation mit mir übernommen hätte, aus persönlichen Gründen nicht hier sein kann. Und umso mehr freut es mich, weil die Sache war sehr überraschend heute Morgen, dass ich dank eines telefonischen Überfalls an Professor Dr. Für, Architekturtheoretiker, viele von Ihnen werden ihn kennen, überzeugen oder überreden konnte, dass er mit mir den morgigen Tag und die Moderation mit mir durchführen wird. Danke Ihnen vielmals, Herr Für, dass Sie sich bereit erklärt haben.